Guten Tag und herzlich willkommen bei der ProLight im Sound und der Musikmesse. Zwei Messen in einem Vlog und das heute schon zum zweiten Mal. Zweiter Tag heute? Genau, das ist auch gleichzeitig der zweite Teil unseres Vlogs. Falls ihr den ersten noch nicht gesehen habt, was haben wir uns da hauptsächlich angeguckt? Licht und Gitarren. Ja, richtig. Das findet ihr jetzt hier. Und jetzt werden wir in einen anderen Bereich gehen. Wir stehen nämlich gerade vor Halle 8. Und was gibt's in Halle 8? In Halle 8 gibt's PA-Lautsprecher, Recording-Equipment. Wahnsinn. Das ist natürlich super, weil du bist ja zufällig Veranstaltungstechniker. Was ein Zufall. Und ja, ich bin ja nicht nur Musiker, sondern auch noch YouTuber. Das bedeutet, das ist jetzt quasi die Halle für uns. Und ich bin mal gespannt, ob wir da auch irgendwas Cooles finden, weil so ein paar Anschaffungen dieses Jahr sind zumindest schon angedacht bei mir. Bei dir auch? Ja, vielleicht. Vielleicht gibt es irgendwas Cooles, Neues. So, viel Spaß bei dem Vlog und bis gleich. Die erste Halle haben wir hinter uns gelassen. Ja. War was Interessantes für dich dabei? Ich glaube, im letzten Jahr war es ein bisschen spannender. Aber wir haben ein ganz interessantes Interview geführt. Und ja, da werden wir mal schauen, wie das so am Ende geworden ist. Ja, ansonsten, es gab ein paar Sachen, die waren für mich jetzt ein bisschen interessant, sage ich mal. Also die Kamera von Zoom war ganz interessant. Okay. Aber da war jetzt... Also es war jetzt nichts, was ich mir kaufen würde, glaube ich. Aber das Interessante an der Kamera war, dass die irgendwie ein fest installiertes Mikrofon hatte und gleichzeitig aber noch mehrere XLR-Anschlüsse. Das fand ich schon cool, muss ich sagen, so vom Konzept her. Aber ich glaube, von der Kamera selbst her ist es halt eher uninteressant. Wahrscheinlich, ja. Aber gut, hat sicherlich auch seine Zielgruppe. Ja, Audio-Interface. Was jetzt für mich interessant gewesen wäre, habe ich jetzt nicht gefunden. Irgendwie ein Mikrofon oder so eigentlich auch nicht unbedingt, weil die Preisbereiche dann doch etwas arg hoch waren. Das wäre jetzt doch ein bisschen zu viel des Guten. Aber die Halle war zumindest so an sich ganz interessant, um mal drüber zu gucken. Aber letztes Jahr war es wirklich ein bisschen spannender irgendwie. Ja. Aber gut, jetzt werden wir mal wieder in den Bereich Musikinstrumente gehen, weil wir jetzt in, ich weiß gar nicht, welche Halle das ist, glaube Halle 3 oder Halle 4, da gibt es hoffentlich noch ein paar coole Instrumente zu entdecken, die wir vielleicht noch gar nicht kennen. Ja. Weil das ist die Halle, die haben wir uns extra für heute aufgehoben. Und ja, was hast du so für Erwartungen? Mal schauen, ob wir da noch was Passendes finden. Wir müssen allerdings echt aufpassen, weil wir hatten letztes Jahr bei der PRG-Show, da waren wir, glaube ich, relativ spät dran, dass wir die nicht außer Acht lassen. Ja, also da haben wir uns dieses Jahr vorgenommen, dass wir die wirklich mal sehen. Deswegen beeilen wir uns jetzt und legen los. Kleiner Zwischenstand aus der Halle 3 mit einer unfassbar guten Idee, die hier dieses Jahr umgesetzt wurde. Ja, es ist so unglaublich leise hier. Ja, also ihr erinnert euch doch vielleicht an, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr war das. Da haben wir euch ja schon die Klavierhalle gezeigt. Ich habe übrigens keine Ahnung, ob ihr mich versteht. Deswegen müssen wir ein bisschen lauter reden. Ja, und da war es ja bereits so, dass diese Klangakustik schon unfassbar... wirre war, chaotisch war. Und jetzt ist diese Halle so wundervoll unterteilt, dass wir hier hinten den Klavierbereich haben. Dann haben wir einen wunderschönen akustikdämpfenden Stoff, ne? Ja. Also der dämpft unheimlich viel. Dann haben wir hier den Bereich für sämtliche Trompeten. Dann haben wir hier direkt den, der ist tatsächlich etwas dämpfend, weil da ist nichts drin, den Gitarrenbereich. Und ganz da hinten, um die Band voll zu kriegen, ist da noch der Schlagzeugbereich. Und das ist richtig cool, wenn man hier Videos drehen will, weil ihr hört wahrscheinlich den Ton. Das ist ja eine richtig coole Atmosphäre, oder? Absolut. Ja, gut. Also das ist jetzt einfach mal so ein kleiner Kritikpunkt. Bitte macht das wieder getrennt. Weil das ist echt nicht mehr cool. Und wie ist die Musikmesse so? Ist ein Eis gegessen? Ja, fand ich ganz toll. Ja, nee, also die Halle war dieses Jahr tatsächlich ziemlich enttäuschend. Ja. Ja,
Aber wir haben eine Sache, die nie enttäuschend ist, jetzt noch vor uns heute. Genau. Weil wir werden uns auf jeden Fall auf der ProLight in Sound, weil die Musikmesse ist quasi rum für uns, mehr oder weniger. Ja. Wobei, ich will noch nicht aufgeben. Vielleicht finden wir noch was. Vielleicht finden wir noch was, genau. Genau. Ja, gut, aber die große Lichtshow oder Bühnenshow, die machen wir auf jeden Fall noch mit. Richtig. Wir haben noch einen kleinen Tipp gekriegt, was auch noch sehr cool sein könnte. Das spoilere ich jetzt aber nicht. Es hat wieder was mit Vintage zu tun, sagen wir es mal so. Psst, wir gehen da jetzt hin. Tipp, den wir bekommen haben, der war richtig super. Oh ja. Ja, denn das, was ihr jetzt hier im Hintergrund seht, ist nochmal eine Ausstellung. Also wir haben gestern ja schon eine zu alten Gitarren gesehen und jetzt gibt es quasi das Gegenstück dazu mit alten PA-Anlagen. Also mit alten Boxen. Ja, beziehungsweise hinten stehen auch noch einige Mischpulte oder sonstige alte Sachen rum. Also richtig interessant jetzt gerade auch für uns, weil ja, bei den meisten Sachen, die hier rumstehen, waren wir noch gar nicht geboren. Richtig. Und es ist einfach mega interessant hier, sich das Ganze mal anzugucken. Und ich würde jetzt sagen, erzähl doch einfach mal ein bisschen was drüber, denn du bist ja der Veranstaltungstechniker hier. Ja, also so ganz so viel Ahnung von der Materie von früher habe ich jetzt auch nicht. Aber ich kann euch zumindest sagen, wenn wir heutige Lautsprecher sehen, die sind oftmals extrem auf Gewicht optimiert, haben Treiber, also Treiber sind letztendlich die Schallwandler, die in dem Lautsprecher verbaut sind. Die sind mittlerweile so leistungsfähig, dass man da Wattleistungen draufjagen kann. Da hat man früher nur von geträumt. Und früher waren die Lautsprecher eher so ausgerichtet, dass sie halt relativ groß gebaut waren, vom Volumen und auch vom Gewicht. Und dann einfach ja, den Schalldruck und den Klang halt aus dem Volumen des Lautsprechers generiert haben, sage ich mal. Und wir hatten zum Teil früher wesentlich mehr Hornkonstruktionen. Also dass sozusagen nach dem eigentlichen Schallwandler nochmal ein Horn kommt, der das Ganze verstärkt. Ihr könnt euch das so vorstellen, wie wenn ihr in Megafon spricht, nur dass das jetzt natürlich elektrisch nochmal verstärkt ist. Oder so ein klassisches altes Megafon, wo einfach nur ein Trichter ist, wo man reinspricht, dass dann einfach der Schalldruck wesentlich verstärkt wird. Und so ähnlich war das früher auch in den Hornkonstruktionen von den PA-Lautsprechern. Und früher hat man das halt sehr oft auch eingesetzt. Heute vielleicht nicht mehr ganz so viel, weil es mittlerweile wobei andere hin und wieder gibt. Sieht man das schon noch. Ja. Also genau. Bei den ein oder anderen Herstellern sieht man das schon noch mal hin und wieder so ein bisschen drin zumindest. Mhm, genau. Ja. Ja, und das ist auf jeden Fall mal sehr interessant zu sehen, weil wir haben jetzt hier zum Beispiel auch allein die Außenbeschichtung. Heute hat man ja so ganz feste Kunststoffbeschichtungen, die so eine gewisse Struktur aufweisen. Früher hat man das teilweise noch mit Kunstleder bespannt oder mit Filz. Ja, oder teilweise hatten die Ecken hier noch so komische Stahlkugel-Ecken-Schütze, sage ich mal. Das hat man heute alles gar nicht mehr. Also da sieht man mal ganz schön, wie da die Unterschiede jetzt so mittlerweile sind zwischen damals und heute. Ja, beziehungsweise teilweise, wie man ja auch hier sieht, einfach gar keine Beschichtung. Also wirklich einfach das reine Holz. Ja, nur ein bisschen lackiert, genau. Ja. Ja, also das auf jeden Fall jetzt nach der sehr enttäuschenden Instrumentenhalle mal ein richtiges Highlight hier, weil das sieht man auch tatsächlich nicht jedes Jahr. Das ist auch so was relativ Besonderes dieses Jahr. Also ich bin jetzt wieder, was meine Stimmung angeht, ein bisschen besänftigt. Wie sieht's mit dir aus? Ja, auf jeden Fall. Also gut gelaunt und wir gucken mal, ja, was wir jetzt noch machen. Ja, also wir haben auf jeden Fall noch einen Termin, wo wir jetzt noch nicht ganz wissen, ob daraus ein Video entsteht, weil das ist manchmal hier auf der Messe, das kann man vielleicht jetzt auch mal kurz erzählen, nicht immer so einfach, weil natürlich auch alle, die hier sind, oft viele Termine haben, dass man manchmal dann zwar gern ein Video machen würde, aber einfach keine Zeit da ist. Richtig, ja. Und dann gibt's natürlich dieses Jahr, weil wir liegen echt gut in der Zeit, die große Abendshow, die wir dann uns jedes Jahr nochmal gönnen zum Abschluss.
So, die Show ist rum und für uns ist jetzt auch die Musikmesse rum und... Genau, wir werden dann so langsam mal nach Hause fahren. Ja, mit einem tatsächlich gemischten Gefühl, muss ich sagen, weil es gab ein paar Highlights. Es gab aber auch ein paar Sachen, die waren jetzt nicht so optimal gelöst. Aber ich glaube, für ein richtiges Fazit zur Musikmesse müssen wir uns da mehr Zeit nehmen und da mal vielleicht noch eine Nacht drüber schlafen und dann einen Podcast machen, wo wir einfach ein bisschen detaillierter nochmal auf unsere Eindrücke eingehen können, weil es gab viele Höhen und viele Tiefen dieses Jahr. Das stimmt, ja. Ja, aber so insgesamt würde ich sagen, es hat sich schon gelohnt, herzukommen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass der Besuch hier sich nicht lohnt, immer noch nicht tatsächlich, auch wenn viele mittlerweile der Meinung sind. Also ich finde, es ist immer noch eine sehr schöne Erfahrung, wenn man als Musiker jetzt nicht zu sehr auf nur einen Bereich sich spezialisiert hat, sage ich mal. Ja, das stimmt. Also ich meine, gut, wir haben zwar jetzt auch die eine oder andere Kritik hier losgelassen, aber ich finde, an Kritik kann man natürlich auch wachsen. Deswegen sagen wir das auch. Und wir werden sehr wahrscheinlich auch nächstes Jahr wieder hier sein. Und ja, deswegen Kritik darf man offen ansprechen. Und ja, vielleicht ändert sich ja nächstes Jahr nochmal etwas. Ja, und wie gesagt, es gibt auch gute Gründe herzukommen. Also wie gesagt, da werden wir nochmal ein bisschen genauer auf alles eingehen. Denn an sich waren schon zwei coole Tage und man darf sich halt nur einfach nicht zu sehr auf einen einzigen Bereich spezialisieren. Also wenn ich jetzt nur als Gitarrist hier gewesen wäre, dann wäre die Messe nicht so dolle gewesen. Nee, oder wenn ich jetzt nur für Holzblasinstrumente hier gewesen wäre oder so. Aber wenn man so insgesamt mal einen Einblick über die komplette Branche kriegen will, ist das immer noch eine super Messe und es gibt sehr viel zu entdecken und sehr viel zu lernen und sehr interessante Gespräche zu führen. Ja. Ich finde auch gerade die Leute, die noch nie hier waren, für die ist es definitiv ein Erlebnis. Also selbst, zur heutigen Zeit. Klar, vor 10 Jahren war es noch ein bisschen spannender, aber nichtsdestotrotz ist es nach wie vor interessant, hierher zu kommen. Außer ihr seid E-Gitarristen. Genau. Gut, damit würde ich sagen, beenden wir jetzt den Vlog für dieses Jahr. Wie gesagt, ein ausführliches Fazit bringen wir auf jeden Fall noch und wünschen euch jetzt an dieser Stelle hier von der Frankfurter Musikmesse 2019 noch ein letztes Mal. Ja, alles Gute und wir bedanken uns wie immer für jedes Abo, für jeden Like und für jeden Kommentar. Ciao, ciao. Ciao. Das müsst ihr euch mal geben. Der Klangcharakter, der hat gerade ein wunderschönes Technikvideo gemacht über unser Setup auf dieser Messe mit dieser Kamera, wie wir da genau arbeiten, wie unser Workflow aussieht und so weiter und so fort. Hat er ganz toll erzählt. Das ist ganz toll gemacht. Ja. Aber der Semu, der Kameramann, war ein bisschen unprofessionell und hat das Ganze in Slow Motion aufgenommen. Ja, ohne Ton. Ohne Ton. Klasse. Ja, und damit ihr jetzt auch ein bisschen was zu lachen habt, weil ich werde verdammt viel zu lachen haben, wenn ich den Klangcharakter gleich sehe. Hier ein kleiner Ausschnitt. Viel Spaß. Ach so, und bevor ich es vergesse, wir drehen das jetzt nochmal. Hast du fein gemacht, Sebi.